Hey Leute, willkommen zu einem Overwatch-Video mit dem Bad Cheetah. Ah, alles klar, ich bin der Cool. Pro East 101 Counter. Ja, heute wird es auf jeden Fall kein normales Overwatch-Video sein. Ich mache eher selten Overwatch-Videos, sondern ein kleines Lootbox-Opening, also auch für die Leute, die kein Overwatch kennen. Hier gibt es so Lootboxen. Ich habe mir jetzt 24 Stück gekauft für 20 Euro und wollte die einfach mal aufwachen und vielleicht ziehen wir was Gutes. Ich denke, das ist auch für Leute interessant, die jetzt kein Overwatch kennen. Deswegen würde ich sagen, mache ich direkt die erste auf. Und. Okay. Ah, schon geiler Stuff, oder? Ich hab ja, Spruch. Ich seh's nämlich gar nicht, Leute. Ich nehme, was mir gehört. Ja, ihr seht's halt ehrlich nicht. Ich nehme, was mir gehört. Okay. Ja, rüste ich einfach mal aus. Von Roadhog. Dann alle Helden. Ein Spray. Okay. Siegerpose. Okay. Ja, okay, kann man machen. Rüste ich jetzt auch einfach mal aus. Machen. Alles klar, Torpion. Also blendest du eigentlich auch so geile Musik ein, wenn du was Episches bekommst? Also was Legendäres? Muss ich gucken. Dann machst du so. Also, ich möchte auf jeden Fall einen legendären Skin, egal wie, egal ob ich mir den jetzt durch das Money da kaufe oder ob ich den jetzt hier möchte, auf jeden Fall haben. Das ist so mein Ziel. Mal sehen, let's go, die zweite. So, okay, zwei Rare Sachen. Ein bisschen Money, okay. Nice. 50, okay. So richtig psychopathisch von Junkrat, okay, rüst dich aus. Anna schießen. Ah, keine Ahnung, ist vom Event, rüst dich auch einfach. Ach komm, ich rüste einfach alles aus, Leute. Ihr könnt ja noch später gucken, wenn ich die aufgemacht hab. Oh, Legendary! Ich hab einen Legendary Sinjata-Skin, der sieht. Ich spiel die zwar nie, aber vielleicht spiel ich die jetzt mal. Ich spiele die zwar nie, aber richtig so, der sieht richtig nur wegen Skin. Ja, aber vielleicht ist es jetzt ja mal ein Grund, die ein bisschen zu lernen. Guck mal, der sieht nicht schlecht aus. Der sieht eigentlich richtig geil aus. Natürlich jetzt hier ausrüsten. Nice, also erste Legendary Skin läuft. Okay, 15 Money. Also zeigst du eigentlich auch später die. Zeigst du eigentlich später so in-game die Skins? Die Legendary? Ja, Legendary. Kann ich mal gucken. Wenn noch Zeit bleibt, auf jeden Fall. Okay, hier ein Epic Widowmaker Skin ist auch nice. Rüste ich auch mal aus. Epic. Okay, der Spruch vom Reaper ist zwar ganz nice, aber es gibt ja noch bessere. Okay, deswegen lasse ich den erstmal. So. Okay. Gut, Rare. Ja, von Seria, keine Ahnung. Spray, so, von Tracer. Okay, da brauche ich nichts. Da habe ich mir nicht letztens legendären Skin gezogen. Den kann ich euch auch mal zeigen, aus einer Free Chest. Okay, hier. Die Siegerpose sieht eigentlich ganz lustig aus, hier mit dem Golfschläger von Soulchill. Spray von McCree. Okay. Läuft. Nächste Kiste, let's go. Mal sehen. Okay, Rare-Sachen wieder. Hey, no, Rare-Sachen. Mhm. Rare-Sachen sind richtig krass. Einfach, ich habe von diesem Affen da, habe ich einfach die Banane, also eine Banane als Spray. Siegerpose mit Peace-Zeichen cool. Von Senyata brauche ich dann natürlich nicht, weil ich ja den Epic-Skin zucke. Ja, das kann ich aber ausrüsten. Dann würde ich sagen, legen wir direkt weiter los. So, ab dafür. Okay, wenigstens also, Epic. Also, was willst du eigentlich okay, so Credits. Ganz gerne rausziehen? Also, gibt es so irgendeinen Skin, den du richtig gerne haben willst? Irgendeinen von den Helden, den ich spiele, einen legendären Reaper oder so wäre nice. Irgendwie sowas in der Art. Reaper oder so ein Diva. Ja, Reaper, Diva Skin, sowas in der Art. Die sind eigentlich ganz cool. So, hier. Lol, der ist ja voll geil. Ehrlich, voll cool. Ja, aber der hier, das Spray ist voll geil. Das ist einfach so dieser Torpion, von dem du einen Legendary Skin gezogen hast. Da ist der so beim Wasser. Ach so, ja. Ja, das ist so ein Spray, wo der im Wasser so Wasserball spielt. Voll geil. Ja, Leute, ich hab nämlich aus einer Kiste hab ich ein Schwarzbart-Dings rausgezogen. Ich spiel den wohl nicht, aber ja, toll. Der ist eigentlich auch ganz cool vorhanden, so. Weiter würde ich sagen. 18 haben wir noch vor uns. Okay. Ja, bisschen Money. Money ist eigentlich immer gut. 840 habe ich jetzt. Mir fehlen halt noch ein bisschen okay, was. 160, dann kann ich mir einen Legendary Skin holen. Okay, ein Mann-Armee. Nehmen wir mit. Ja, gut, der ist jetzt nicht so nice. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon Sprüche fahren soll. Deswegen nehme ich den auch mal mit. Ja, Bastion. Naja, geht so. Weiter. So. Okay, ein Rare. Nice. Dankeschön. Brauche ich auch. So richtig französischer Spruch.
Bei wem denn? Bei Widowmaker. EC Kumsa. Alles klar. So. Medaille, Siegerpose, ja, nehmen wir einfach mal mit. Ich finde die Events der Sachen immer eigentlich eh ganz gut. Vom Sommer-Event. So. Okay, da hatte ich jetzt eins doppelt, habe ich natürlich Geld bekommen, ist natürlich eigentlich ganz gut. Dann glorreich, Reinhardt, Spray. Wenn du welche doppelt hast, bekommst du Geld oder was? Ja, zwar nicht viel, gut. Aber ein bisschen was schon. Aber besser wie gar nicht. Ja. So, Flammchen. Also, ich nehme, glaube ich, mal die USA-Flagge als Icon, weil die ist eigentlich ganz. Ne, das ist, glaube ich, nicht mal. Doch, das ist sogar ein Icon, ja. Ich glaube, das ist eigentlich ganz nice, so eine USA-Flagge. Ja, nehme ich einfach mal mit als Icon. Hey, mein Icon ist das Beste. Ja, der Affe. So. Okay, ein hey, Epic. Der Affe, das ist hier Dings, das ist Warthog. Warthog. Ach so. Der ins Wasser springt. Nice. Sieht man doch an dem Bauch, Alter. Okay, ein Highlight-Intro, das bekommt man nicht oft. Okay, das kann man machen. Ich spiele Zarya eigentlich fast nie, aber nehmen wir mal mit. So. Für welchen denn? Für Zarya habe ich so ein Highlight-Intro bekommen. Also diese dickere mit der Riesenwaffe. Keine Ahnung, die mit den pinken Haaren. So. Oh, nice, Stürmer. Oh mein Gott, nice. Ich gucke mir an, das ist der, den man bekommt. Warte, ja, das ist ein Event-Skin. Ah, der sieht eigentlich cool aus. Ja, der ist richtig geil. Ich spiele zwar mit dem. Aber ist nice one. Also zwei Legendary Skins läuft auf jeden Fall. Da hat sich das schon mal gelohnt. Du brauchst nur noch das Geld, damit du dir irgendeinen noch kaufen kannst. Ja, ein bisschen Money wäre noch nice und dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Mit der heutigen Ausbeute. Oh lol, ich hab fast alles rare. Nice, ich hab Money bekommen. Mir fehlen jetzt noch 90 Moneten, ja. Dann kann ich mir schon mitgehen. Also Spieler-Icon, Siegerpose. Ja, ist eher standardmäßig, die lasse ich jetzt mal. So, weiter. Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Also eigentlich müsste das möglich sein mit dem Geld, aber ich will nicht zu viel sagen. Also, wenn wir jetzt hier gar nichts rausbekommen, dann. Tut mir leid, aber ich muss abdüsen. Okay. Ah. Ja, nehmen wir mal mit. Ist jetzt nicht der beste Skin, der beste Spruch, aber. Ich bin weder der Gute noch der Böse. Sicherheit bin ich nicht der Hässliche. Okay, doch, den nehmen wir mit. Hast du gemacht? Oder ein Spruch von McCree. So. Okay, cool. Ich finde die besten Sprüche ja immer die besten. Aber wie. Ändert eigentlich nichts, ob wir den jetzt mitnehmen oder nicht. Ist eh fast alles das gleiche. Genji Spray sieht eigentlich ganz cool aus. Siegerpose ist schon vorhanden, plus 15 dafür. Okay, kann man machen. Hatten wir auch schon das Ice Spray. Mal sehen, ob wir es noch schaffen. 70 Geld müssen wir noch kriegen. Komm, bitte. Ja, okay. Wie heißen die eigentlich? Gibt es dafür eigentlich einen Namen für diese 50. Währung? Ja, das heißt einfach Währung. Ich check selber nicht, warum. Währung. Aber Leute, ich habe ein Highlight-Intro von Junkwood, was ich schon hatte. Können wir uns ja übrigens mal angucken. Das hatte ich schon. Das ist relativ lustig. Fliegt da so auf die Fresse. Hast du das bekommen? Das hatte ich aber schon. Deswegen habe ich 50 dazu bekommen. Jetzt fehlen mir nur noch 20. Okay. Darfst du noch? Wie viele Boxen? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube 10 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ne, 9 habe ich nur noch. Okay. Ja, da solltest du ja noch was bekommen. Ja. Okay. Einmal Geld müssen drin sein noch. Ja. Hoffentlich irgendwas Cooles noch, komm. Okay, ein Skin, ja okay, jetzt habe ich gar kein Geld rausbekommen. Aus dem Weg. Nee, finde ich nicht so geil. Verstrahlt. Guck ich mir gleich mal an, wovon ich übrigens keine Skins mehr habe, dann kann ich die später noch ausrüsten. Muss man jetzt nicht alles ausrüsten. Erstmal weitermachen. Erstmal durchziehen. Okay. Wieder alles. Okay, die Siegerpose ist nice. Das ist die mit der Medaille in der Hand. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ach, hast du die Reaper bekommen? Ja, die Reaper mit der Medaille. Die ist eigentlich ganz nice. Die ist auch in der Sommerbox nun drin. Ja, das ist ein Sommer. Auch Sommerboxen. so richtig komisch. Ich hab so einen Reinhardt-Skin, der sagte so, ich führe meinen Hammer mit deutscher Präzision. Alles klar, erstmal ausrüsten. Ich schwöre, ich würde den ausrüsten, Alter. Immer ausrüsten. Hab ich auch gemacht. Okay, die Siegerpose nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Und dann noch eine Diva. Ah, nee. Der Diva-Spruch ist nicht so geil. So, weiter.
So. Okay, ein Epic noch. Okay, ich hab Money. Habe ich jetzt genug? Ja, ich hab genug. Nice one. Nice. Okay. Ein Mercy Skin. Ah, kann man machen. Welchen Mercy Skin? Eidgenossen. So ein roter. Ist auch vom Sommer-Event. Ist so ein epischer Sommer-Event-Skin. Ich glaube, da ist so eine Schweiz-Flagge oder so drauf. Ja. Von Mercy. Ich seh den nicht. Ja, muss ein bisschen runterskinnen für die Sommer-Event-Skins, glaube ich. Ach so, doch, ich seh den. Ja, Bastion-Sprüche sind natürlich immer beste. Ist relativ egal, was wir nehmen. Ich lasse einfach immer den vorherigen. So. Ja, Torbjörn. Muss ich mal gucken, was ich da noch später nehme. Erstmal weiter aufmachen. Also ich kann mir auf jeden Fall gleich noch einen Skin holen. Das werde ich auch, glaube ich, live in der Aufnahme dann mal schauen. Das werde ich auf jeden Fall mal cutten und mir einen raussuchen, wenn das zu lange dauert. Weil es ist ja nicht spannend für euch, wie ich da die ganze Zeit suche. Aber ich werde dann vielleicht einen keinen Cut machen und euch dann sagen noch, welchen Skin ich geholt habe. Oder holen werde. So, Bastion. Na, da finde ich jetzt den aus der Origins Edition irgendwie schöner. Ja, Hanzo. Fand ich jetzt den anderen auch schöner. Ich mache erst mal weiter. Let's go. Die letzten paar Lootboxen. Okay. Ja, den hatte ich schon. Den Lucio sprechen. Ja, okay, das ist nichts Besonderes. Ja, okay, kann man machen. Da mache ich jetzt erstmal weiter. Die letzten. Also, das ist jetzt meine viertletzte. Highlight-Intro von Tracer. Spruch hatte ich schon. Ja, sehr ruhig. So, Rückwärtssalto. Okay, kann man machen. Mach ich einfach mal. Ja. Ja. Okay, machen wir auf. Okay, ich hätte noch auf Legendaries gehofft, aber ich glaube, vielleicht in den letzten zwei Kisten. Ich denke mal nicht, aber kannst ja nie wissen. Okay, exquisit. Ja, gehen wir nochmal zurück. Siegerpose lässig. Komm, nehmen wir mit. Okay, letzte zwei. Komm. Irgendwas Gutes. Ja, okay, noch was Episches. Bisschen Geld, okay, kann man machen. 1190 habe ich jetzt. Spieler-Icon Spray. McCree Spray. Okay, sieht noch ganz gut aus. So. Oh fuck, ich wollte eigentlich noch. Ja, okay, die letzte jetzt, Leute. Leute, die letzte. Ich guck dafür jetzt einmal weg. Ich guck jetzt dafür einmal weg. So. Ich glaube, jetzt müsste man das zu sehen sein. Okay, leider nichts mehr krass Gutes. Bisschen Geld. Okay, die Siegerpose sieht ganz gut aus. Dafür, dass die nur blau ist. So ein Event-Skin. Sieht ganz gut aus und ich werde hier angestupst. So. Warte mal. So. Ja, also sieht eigentlich ganz nice aus. Also ich bin relativ zufrieden. Also zwei Legendary Skins. Zwei Legendary Skins und und dann noch einen, den ich mir kaufen kann, ist auf jeden Fall nice. So, was ist das hier noch? Hanzo Spray. Okay. Das. Ja, läuft auf jeden Fall. Ja, gut. Also ich bin relativ zufrieden mit der Auswahl. Ich kann ja nochmal hier in der Heldengalerie gucken. Erstmal kurz auf Karriere. Spieler-Icon. Ja, hier habe ich sehr, sehr viele neue Spieler-Icons jetzt logischerweise. Ich weiß aber nie, was ich nehmen soll. Ich bin mir da echt immer mega unsicher, welche ich nehmen soll. Da suche ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal eins aus, sonst finde ich das Amerika-Ding ganz cool. So, Bastion. Spray. Vielleicht ist das ausgerüstet. Und könnte auch noch die anderen hier ausrüsten, aber das lasse ich erstmal. So, dann Mercy. Was habe ich da noch? Sprays. Badminton. Vielleicht ist das ausgerüstet. Kann ich jetzt auf Badminton, ist relativ egal. So. May. Ja, May spiele ich halt eh nicht. Lasse ich das jetzt auch einfach ausgerüstet. So, ja, sonst habe ich, glaube ich, das meiste ausgerüstet. Ich würde sagen, ich mache einen Cut, suche mir jetzt gleich einen Legendary Skin aus, den ich mir kaufen werde. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, Leute, ich habe mich jetzt für den Reaper Skin entschieden. War jetzt eine schwierige Entscheidung, aber ich werde jetzt den Reaper Skin nehmen. Und wenn ich noch 10 weitere Moneten bekomme, dann kann ich mir bald wieder einen Epic Skin holen. Naja, schalten wir jetzt den solchen Art Skin frei. Let's go. Gut, da habe ich ihn, nice one. Rüsten wir direkt aus. Und ja, ich kann euch ja vielleicht gleich nochmal die Skins so in Action zeigen. Und deswegen sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder. Bis gleich. So, Leute. Ja, und zwar wollte ich ja gerade eigentlich doch die Skins in Action zeigen. Aber ja, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass ich das jetzt nicht mache, weil das uns den Rahmen des Videos sprengen würde. Ich finde, die Länge des Videos war eigentlich ganz ausreichend. Und deswegen, ja, war es jetzt eigentlich von diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, ich schneide das jetzt gerade noch so. Ich hoffe, ich krieg das dann hin, alles mit dem Schneiden und so noch. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. War ich halbwegs okay. Ich war zufrieden mit dem Loot und so. Und ihr habt ja die Skins auch gesehen, als ich es halt ausgepackt habe und so. Deswegen muss ich die euch jetzt nicht unbedingt in-game zeigen. Ihr habt sie ja so oder so gesehen. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich dann im nächsten Video. Das nächste Video wird dann wieder Minecraft-Video sein. Es war jetzt nur mal Overwatch, weil ich eben, ja, jetzt mal ausnahmsweise 20 Euro in die Hand genommen habe, um mir das Ganze zu kaufen. Und dann, ja, wollte ich unbedingt mal ein Video dazu machen, weil, ja, es ist sinnlos, das Ganze dann nicht aufzunehmen und kein Material dafür zu haben. Wenn man schon ab und zu mal sowas kauft, dann sollte man das auch wirklich nutzen und daraus eine Aufnahme machen. Und ja, deswegen wollte ich das Ganze mal machen. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video dann, Leute. Haut rein und ciao.